Mit Aktien kannst du, abgesehen von der Dividende, nur bei steigenden Kursen auch wirklich Geld verdienen. Wäre es da nicht klasse, wenn du sogar bei gleichbleibenden oder leicht fallenden Kursen einen Gewinn machen könntest? Möglich machen das nämlich die Anlagezertifikate. Und wie das funktioniert, das zeigt dir unser Kapitalmarktexperte Falco von der DZ Bank. Zertifikate gehören zur Familie der sogenannten Derivate. Das Wort Derivat stammt vom lateinischen Derivare ab und bedeutet ebenso viel wie Ableitung. Und genau das ist ein Derivat auch. Ein Finanzinstrument, dessen Preis von der Entwicklung eines zugrunde liegenden Basiswertes, wie zum Beispiel einer bestimmten Aktie oder eines Aktienindex oder auch eines Rohstoffes abhängt. Nun, mit einem Derivat kannst du an der Wertentwicklung eines Basiswerts teilhaben, ohne dass du diesen direkt besitzen musst. Wird ein Derivat so gestaltet, dass es von einem Privatanleger gekauft werden kann, dann spricht man in der Finanzbranche von einem Zertifikat. Dabei wird noch unterschieden zwischen den Anlagezertifikaten und den Hebelzertifikaten. Hebelzertifikate bieten sehr große Gewinnchancen, aber auch entsprechend hohe Verlustrisiken. Heute wollen wir uns aber nur die Anlagezertifikate genauer ansehen. Wie funktioniert ein solches Anlagezertifikat eigentlich genau? Nun schauen wir uns dazu mal ein Produkt mit einer Aktie als Basiswert an. Wenn du Inhaber einer Aktie bist, dann partizipierst du nahezu 1:1 an der Wertentwicklung dieser Aktie. Angenommen, in deinem Depot befinden sich eine Aktie im Wert von 100 Euro und der Kurs dieser Aktie liegt um 10% zu. Dann steigt der Wert deiner Anlage ebenfalls um 10%, sprich um 10 Euro. Nun, abgesehen von einer eventuellen Dividende, kannst du mit einer Aktie allerdings nur bei steigenden Kursen einen Gewinn erzielen. Anders ist das bei Anlagezertifikaten. Hier gibt es auch Ausgestaltungsformen, die dir einen Gewinn von 10% ermöglichen, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktie zum Beispiel nur seitwärts verläuft oder sogar leicht fällt. Zertifikate lassen sich nach einer Vielzahl von Ausstattungsmerkmalen unterscheiden, die in unterschiedlichster Weise kombiniert werden können. So gibt es für jede Markterwartung, die du hast, ein passendes Zertifikat, mit dem du an der Marktentwicklung partizipieren kannst. Wichtig ist allerdings, dass du vor der Kaufentscheidung für ein Zertifikat eine ganz klare Einschätzung hast, in welche Richtung sich deiner Meinung nach der Basiswert auf das Zertifikat entwickeln wird. Nun, auf dieser Grundlage kannst du dann das passende Produkt mit den optimalen Eigenschaften wählen. Aber Achtung, wenn sich der Markt entgegen deiner Einschätzung entwickelt, dann kann es je nach Ausgestaltung des Zertifikats auch zu ganz herben Verlusten kommen. Beachten solltest du zudem, dass du bei Zertifikaten keine sonstigen Erträge aus dem Basiswert, wie zum Beispiel Dividenden, wie bei Aktien erhält, und du auch keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert hast, wie zum Beispiel ein Stimmrecht auf einer Hauptversammlung. Neben dem Risiko, was sich ergibt, wenn du mit deiner Kurserwartung an dem Basiswert falsch liegst, musst du bei Zertifikaten auch das sogenannte Emittentenrisiko berücksichtigen. Nun, das ist das Risiko, dass der Herausgeber des Zertifikats, der sogenannte Emittent, in Zahlungsschwierigkeiten kommen könnte und dir dein Geld nicht mehr zurückzahlen kann. Ebenso gibt es staatliche Aufsichtsbehörden, die dem Emittenten unter bestimmten Bedingungen untersagen könnte, dir dein Geld zurückzuzahlen. Tritt eines dieser Ergebnisse ein, ist ein Totalverlust deines Investments möglich. Mittlerweile gibt es am Markt eine große Anzahl von Zertifikaten, bei denen sich viele verschiedene Ausgestaltungsformen wiederfinden. Zu den bekanntesten Arten von Zertifikaten zählen unter anderem das Bonuszertifikat, das Discountzertifikat und die Aktien- oder Indexanleihe. Bei einem Bonuszertifikat wird dir am Ende der Laufzeit ein vorab definierter Bonusbetrag ausgezahlt, solange der Basiswert, zum Beispiel eine Aktie oder ein Aktienindex, während der gesamten Laufzeit des Zertifikates eine vorab bestimmte Barriere niemals berührt oder verletzt. Angenommen, eine Aktie kostet 100 Euro, die Barriere liegt bei 70 Euro und der Bonusbetrag bei 110 Euro. Nun fällt die Aktie während der Laufzeit des Bonuszertifikats nie auf oder unter die 70 Euro, bekommst du 110 Euro am Laufzeitende zurück. Passiert das mit den 70 Euro doch, bekommst du am Ende der Laufzeit eine Rückzahlung in Höhe des dann gültigen Aktienkurses, maximal aber die 110 Euro. Der Vorteil gegenüber einem direkten Kauf der Aktie liegt dann darin, dass du auch wenn eine Aktie oder die zugrunde liegende Aktie um zum Beispiel 10% oder 20% fallen sollte, du immer noch einen Gewinn einstreichen kannst. Aber Achtung, im Extremfall,
Wenn die zugrunde liegende Aktie sehr stark fällt, kann das auch zu einem Totalverlust deines eingesetzten Kapitals führen. Nun, das nächste, ein Discount-Zertifikat, das wird zu einem niedrigeren Preis als der aktuelle Kurs des jeweiligen Basiswerts ausgegeben. Man spricht deshalb auch von einem Abschlag oder Discount. Nun, bis zum Ende der Laufzeit, von beispielsweise 12 Monaten, baut sich dieser Abschlag komplett ab und der Kurs entspricht dann dem Kurs des Basiswertes, also zum Beispiel der Aktie. In unserem Beispiel mit dieser Aktie, mit einem Kurs von 100 Euro, kostet das Discount-Zertifikat zum Beispiel nur 90 Euro. Du sparst beim Kauf also 10 Euro. Im Gegenzug zu diesem Abschlag ist der maximale Kurs des Discount-Zertifikates allerdings von vornherein begrenzt. Man spricht hier von einem Deckel oder englisch auch Cap. Nun, in unserem Beispiel seien das jetzt mal 105 Euro. Du kannst mit dem Discount-Zertifikat also maximal die Differenz zwischen deinem Kaufpreis, hier 90 Euro, und dem Cap, hier 105 Euro erzielen. Aber selbst wenn sich die Aktie bis zum Ende der Laufzeit nicht von der Stelle bewegt, hast du immer noch 10 Euro verdient. Der Besitzer einer Aktie, der hätte hingegen keinen Kursgewinn erzielt. Der geringere Kaufkurs des Discount-Zertifikates fungiert hier zudem als sogenannter Puffer gegen leichte Kursrückgänge des Basiswerts. In unserem Beispiel erleidest du also keinen Verlust bis zu einem Rückgang der Aktie auf 90 Euro, denn das ist ja der Kaufkurs deines Discount-Zertifikates. Aber auch hier musst du beachten, fällt der Basiswert des Discount-Zertifikates sehr stark, erleidest du einen Verlust, der im Extremfall zu einem Totalverlust deines eingesetzten Kapitals führen kann. Eine weitere wichtige Zertifikateklasse, das sind die Aktien- oder Indexanleihen. Nun, hier bekommst du am Ende der Laufzeit eine feste Zinszahlung, den sogenannten Coupon, ausbezahlt. Die Art und die Höhe der Rückzahlung deines Investments, ja, die richtet sich dabei nach einer fest vorgegebenen Barriere. Diese darf vom Basiswert an einem festgelegten Stichtag in der Zukunft nicht unterschritten werden. Passiert das doch, bekommst du nicht dein eingezahltes Geld zurück, sondern der Herausgeber dieser Aktienanleihe, also der Emittent, liefert dir eine vorab bestimmte Anzahl des zugrunde liegenden Basiswertes, also zum Beispiel der Aktie oder des Index. Eine Aktienanleihe, bezogen auf unser Beispiel von 100 Euro, liefert dir angenommen eine Verzinsung von 8%. Nun, am Laufzeitende darf die Aktie aber nicht tiefer als zum Beispiel 90 Euro stehen. Seitwärts oder leicht fallende Kurse des Basiswertes sind dabei kein Problem. Notiert die Aktie aber unter den 90 Euro, bucht der Emittent der Aktienanleihe eine Aktie in dein Depot. Bei etwas weniger als 90 Euro ist das noch kein richtiges Problem, aber steht die Aktie dann zum Beispiel bei 60 oder 50 Euro oder sogar noch tiefer, nun dann können sich hier leider auch sehr hohe Kursverluste für dich ergeben. Durch die Aktienkomponente ergeben sich für dich entsprechend höhere Risiken, für die du allerdings auch entsprechend entlohnt, also eine höhere Verzinsung deiner Einlage bekommst. Du siehst also auch hier, dass Rendite und Risiko immer zwei Seiten der gleichen Medaille sind, die zu beachten sind. Zusammengefasst machen Anlagezertifikate immer dann Sinn, wenn du davon ausgehst, dass der Basiswert, auf den sich diese Produkte beziehen, bis zum Laufzeitende eher seitwärts verläuft, maximal leicht fällt oder nur leicht steigt. Nur im Gegensatz zu einem Direktinvestment in den Basiswert, also den Kauf einer Aktie, kannst du über ein Anlagezertifikat trotzdem ordentliche Renditen erzielen. Aber die Produkte bieten dir keine sogenannte Kapitalgarantie. Fallen also die Notierungen deutlich, sind auch hier hohe Kursverluste möglich. Wie kannst du jetzt ein solches Produkt in dein Portfolio bringen? Nun, grundsätzlich werden Zertifikate von Banken, den sogenannten Emittenten, ausgegeben. Du kannst sie dann wie Aktien an einer Börse oder auch direkt beim Emittenten kaufen oder verkaufen. Ja, mittlerweile gibt es eine sehr, sehr große Anzahl von Zertifikaten zu vielen verschiedenen Basiswerten, verschiedenen Laufzeiten und von einer großen Anzahl auch dieser herausgebenden Emittenten. Die Internetseiten der Emittenten, wie zum Beispiel dzbankderivate.de oder Finanzportale, bieten dir einen guten Überblick und mittels einer Suchmaschine kannst du dort nach einem für dich und deine Marktmeinung passenden Produkt suchen.
Die jeweils vom Emittenten herausgegebenen Produktbedingungen des Zertifikates, das sogenannte Basisinformationsblatt sowie gegebenenfalls der Wertpapierprospekt, die erläutern dir dabei die Funktionsweise, die Chancen und die Risiken dieses Zertifikates. Jetzt hast du einen ersten Überblick über die Klasse der Anlagezertifikate. Möchtest du mehr erfahren? Nun, dann sprich doch am besten mal mit deinem Berater in deiner Volksbank Raiffeisenbank oder schau mal auf dem Derivateportal der DZ Bank unter www.dzbankderivate.de vorbei.